15. April 1972. Heute vor 50 Jahren wurde Arminia Bielefeld im Zuge des Fußball-Bundesliga-Skandals wegen Korruption verurteilt. Jens Otto. Die Stimmung ist wunderbar an diesem Sonntag im Frühsommer 1971. Horst Gregorio Canellas hat zum Gartenfest geladen. Er wird 50. Die Leidenschaft des Unternehmers gilt im Fußball. Er ist Präsident des Ex-Bundesligisten Kickers Offenbach, gerade abgestiegen, was Canellas nicht einfach so akzeptiert. Seine Party will er nutzen, erklärt er hinterher, um zu beweisen, dass der letzte Spieltag, zumindest der letzte Spieltag, sind auch noch andere Dinge im Gespräch, irregulär abgelaufen ist und dass wir deshalb für unseren Verein Anspruch erheben auf einen Platz in der Bundesliga. Canellas tut etwas, das die Partystimmung verfliegen lässt. Auf einem Tonbandgerät spielt er seinen Gästen, darunter auch Bundestrainer Helmut Schön, heimlich mitgeschnittene Telefonate vor. Ich habe heute gehört, Sie würden am Samstag gar nicht mitspielen. Ja, was Besseres kann Ihnen doch gar nicht passieren. So, ja, ich weiß nicht. Ja, das sag ich Ihnen aber. Sonst ist soweit schon fast alles geregelt. Zu hören ist zum Beispiel der Kölner Torwart Manglitz. Er fordert von Canellas 25.000 D-Mark, sonst würde er im Spiel gegen Rot-Weiß Essen Offenbachs Konkurrenten im Abstiegskampf ein paar Dinger reinlassen. Die Aufnahmen treten eine Lawine los, die die halbe Bundesliga mit sich reißt. Unter anderem kommt heraus, den Anstoß zum großen Korruptionsskandal hat Arminia Bielefeld ausgeführt. Arminia konnte ohne Angst offensiv spielen, ohne Angst vor Kontern. Es ist jedoch zu bezweifeln, ob dem Arminen weitere Erfolge in der Bundesliga ebenso leicht gemacht werden. In Abstiegsnot setzen die Bielefelder auf erkaufte Punkte. Sie bieten den Spielern des Favoriten Schalke Geld. Die nehmen an und Bielefeld gewinnt mit 1:0. Es ist das erste Skandalspiel. Jeder Schalker bekommt 2.300 Mark, damals noch eine reizvolle Summe für Bundesligaspieler. Als Gegenleistung stellen sich die Bestochenen ungeschickt an, erinnert sich später Arminias Siegtorschütze Gerd Roggensack. Der Libuda, der dribbelte sich durch unsere Abwehr da durch und wenn er dann in Richtung Tor gehen konnte, ist er zur Außenlinie gegangen und hat die Torschance dann wieder selbst vereitelt. Dann greift die Korruption um sich. In der Schlussphase der Saison häufen sich die überraschenden Ergebnisse. Insgesamt 10 Vereine zahlen Geld oder nehmen welches an. Am Ende steigen Offenbach und Essen ab. Bielefeld hält die Klasse. Die Fans sind empört, als die Mauscheleien herauskommen. Und wenn es stimmt, dann müssen die Beteiligten nach meinem Dafürhalten auf Lebenszeit gesperrt werden. Der Deutsche Fußballbund verhängt Strafen gegen mehr als 50 Spieler. Der Schalker Libuda beispielsweise wird lebenslang gesperrt, später aber begnadigt. Von den beteiligten Vereinen werden nur 2 bestraft. Offenbach bekommt keine Lizenz für die Bundesliga, ist aber ohnehin abgestiegen. Und auch Arminia Bielefeld landet vor dem DFB-Sportgericht. Es türmte sich so viel Belastungsmaterial vor den Anwälten des Vereins Arminia Bielefeld auf, dass diese in ihren Plädoyers nur noch um milde Urteile bitten konnten. Die erhofften milden Urteile, von denen der ARD-Reporter spricht, gibt es aber nicht. Der Arminia wird die Bundesliga-Lizenz entzogen. Sie muss in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten. Zweifellos sind das sehr harte Urteile, aber die bisher noch nie dagewesenen Bestechungsfälle verlangen nun einmal auch eine ungewöhnliche Sühne. Der Bielefelder Gerd Roggensack wundert sich viele Jahre später immer noch, was für ein historischer Treffer sein 1:0 gegen Schalke war. So ein einfaches Tor mit einer solch großen Wirkung, das konnte ich damals auch nicht ahnen. Es war das erste Tor im Bundesliga-Korruptionsskandal, der Arminia Bielefeld den Zwangsabstieg brachte. Dieses Urteil fiel heute vor 50 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.